Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Kadises TV, herzlich willkommen. Gestern habe ich einen ersten Punkt gesetzt unter unsere gemeinsame Lektüre des deuteronomistischen Geschichtswerks, also 1 Samuel bis 2 Buch der Könige, indem ich Ihnen den Psalm aus dem Exil vorgelesen habe. Und jetzt kommt es noch einem, will ich noch einen zweiten Psalm vorlesen, weil er ja auch dazugehört, nämlich weil er nochmal dann, sagen wir mal 90 Jahre später nach der Zerstörung Jerusalems, geschrieben worden ist, eben als die Rückkehr gelungen ist. Als der Herr das Los der Gefangenschaft Zions wendete, da waren wir alle wie Träumende. Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den anderen Völkern, der Herr hat an ihnen Großes getan. Ja, Großes hat der Herr an uns getan. Da waren wir fröhlich. Bis dahin. Ich hatte Ihnen gestern gesprochen von diesem großen Thema, dass die Wunde, die dem Volk zugeführt worden ist durch die Zerstörung Jerusalem und des Tempels, wo seine innere, sein religiöses Herz, wenn man so sagen will, zerstört worden ist, beziehungsweise wo es sein religiöses Herz jetzt finden muss, außerhalb von Gebäuden und Riten, die es ja nicht mehr feiern kann, also wo halt auch diese Verinnerlichung stattfinden muss, zugleich natürlich in die Abgründe des Herzens hineinführt, nämlich der Wunsch nach Vergeltung und Rache und der Hass auf die Eroberer und die Unterdrücker. Und das war unser eine große Thema gestern, wie kann man aus dieser Falle herauskommen? Opfer von Gewalt sind bedrängt durch das, was in ihrem Herzen geschieht. Und wie kann ich in diesem Herzen jetzt wieder ein religiöses Verhältnis finden zu meiner Geschichte, das nicht von einem Rachewunsch geprägt ist und von einem Rachegott, der sagt, mein ist die Rache, um dann genau das zu tun, was wir wollen, wenn wir Vergeltung meinen. Das Wort Rache ist ja überhaupt ein schwieriges Wort. Es wird mit Vergeltung übersetzt. Ich finde, da muss man auch nochmal unterscheiden. Aber das ist ein anderes Thema, das lasse ich mal beiseite. So, und jetzt ist es hier geschehen. Es ist neu geworden und eine neue Möglichkeit hat Gott in der Geschichte für sein Volk eröffnet. Sie können zurückkehren. Und entscheidend ist ja die Frage, was haben Sie in diesen 90 Jahren gelernt? Kehren Sie so zurück, wie Sie vorher waren und machen einfach nur das Vergangene wieder gegenwärtig? Oder ist durch diese Geschichte etwas entstanden, was Sie begriffen haben und was Sie jetzt umsetzen? Eine Antwort kann ich Ihnen geben. Es wird keinen Staat mehr geben. Also in der Fachsprache sagt man, eine substaatliche Existenz beginnt. Also das Volk beginnt mehr, sich sozusagen von einer religiösen Identität her zu verstehen, als von der staatlichen Existenz her. Daher entstehen dann die unterschiedlichen Vorstellungen von dem, was denn der neue König Israels sein könnte, der Messias. Wird das der sein, der dann doch eines Tages wieder einen Staat gründet? Oder gibt es da andere Visionen? Da gibt es dann die Gottesknechtslieder beim Propheten Jesaja. Und diesen Streit gibt es ja auch zur Zeit Jesu. Was bedeutet es denn, wenn das Reich Gottes wieder errichtet wird? Und wenn Israel jetzt neu gesammelt wird? Wird es jetzt wieder ein Staat? Ja, also das sind so die Fragen, mit denen jetzt in die neue Geschichte hineingegangen wird. Und entscheidend ist aber, dass sich da was geändert hat. Als ich am Sonntag nach dem 9. November 1989, da lebte ich in Frankfurt, mit dem Fahrrad von Frankfurt Mitte nach Niederrath fuhr, um dort den Gottesdienst um 11 Uhr zu halten, fuhr ich durch die Fußgängerzone der Innenstadt und da standen lauter Trabis und Männer und Frauen und Kinder aus eben der noch bestehenden DDR, aber die Mauer war gefallen und die standen mit großen Augen vor den Geschäften und vor den Gebäuden und ich fuhr da ein bisschen durch und es war eine Atmosphäre in der Stadt, es war unglaublich und dann kam ich in den Gottesdienst hinein, da waren auch einige mit den damals noch typisch erkennbaren Kleidungsstücken, die eben aus der DDR kamen. Und so. Und dann, zufällig an diesem Sonntag, war dieser Psalm da
Da, als der Herr das Los der Gefangenschaft Zions wendete, da waren wir alle wie Träumende. Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den Völkern, der Herr hat ihnen Großes getan. Ja, Großes hat der Herr uns getan. Da waren wir fröhlich. Und dann haben wir gedacht, ja, genau das ist das. Das ist die Erfahrung. Das ist die Erfahrung, die wir in Deutschland mit dem Fall der Mauer gehabt haben. Und das unter den Bedingungen einer gewaltfreien Revolution. Ein großartiges Ereignis. Aber auch ein Ereignis, das wieder dann in Frage gestellt werden wird durch die weiteren Entwicklungen. Und das ist auch in diesem Psalm wiederzusehen, denn er geht so weiter. Wende doch, Herr, unser Geschick, wie du versiegte Bäche wieder füllst im Südland. Jetzt geht es uns wieder nicht so gut. Wir hatten eine Zeit des Jubels und jetzt ist eine Zeit der Tränen. Und dann kommt die Antwort. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Sie gehen hin unter Tränen und tragen den Samen zur Aussaat. Sie kommen wieder mit Jubel und bringen ihre Gaben ein. Ja, jetzt ist wieder eine Zeit der Trauer und so auch bei uns. Es hat dieses große Ereignis gegeben, Fall der Mauer, und jetzt haben wir Krieg in Europa. Wende doch, Herr, unser Geschick. Und lasst uns also gemeinsam in Tränen säen, denn wir wissen, die Saat wird aufgehen. Die Saat der Gerechtigkeit und der Nächstenliebe. Jetzt sage ich zum Abschluss dieser Serie Amen.